Security-Mitarbeiterin Svenja Möller kontrolliert in den frühen Morgenstunden das Außengelände des Baumarkts. Da fällt der 27-Jährigen plötzlich eine verdächtige Gestalt auf. Als Wachmann Heinz Gruber auf die Situation aufmerksam wird, eilt er seiner jungen Kollegin sofort zu Hilfe. Scheiße! Bis der 38-Jährige aber einschreitet, ist es zu spät. Svenja! Was ist los? Wo ist der Typ? Ich hab alles gesehen. Abgehauen. Wie abgehauen? Geht's dir gut? Ja, ich bin okay. Wirklich? Wäre ja gelacht, wenn ich mit so einem kleinen Möchtegern-Dieb nicht fertig werde. Da wollte er hier wirklich einsteigen. Sonst hätte er wohl nicht umsonst in der Tür rumgefingert. Übrigens, ich habe ihn erkannt. Ja und, wer war's? Tom. Tom? Das ist doch unser Azubi hier im Baumarkt. Ja, hat sich dann leer gehalten, müssen wir aufbessern. Ey, müssen wir der Polizei melden? Ach Quatsch. Also ich will den Jungen seine Zukunft nicht verbauen. Ich meine, wenn das hier rauskommt, dann fliegt er doch sofort. Svenja. Und außerdem ist hier doch gar nichts weggekommen. Du hast ein viel zu weiches Herz. Weißt du was, ich habe auch keine Lust, noch einen weiteren Prozess auszusagen. Der Prozess gegen meinen Ex-Freund Fred, der reicht mir. Das ist schon in einer Woche. Du schaffst das, du bist eine starke Frau. Ja, du starke Frau. Ich meine, wenn es um so einen kleinen Möchtegern-Dieb geht, ja, dann vielleicht. Aber wenn ich an Fred denke, dann... Weißt du, was wir jetzt machen? Du gehst jetzt rein ins Warme, nimmst dir aus meiner Thermoskanne einen Kaffee. Und ich mache hier deinen Rundgang zu Ende, okay? Ja, okay. Auf, komm. Bist ein Schatz. Alles klar, kein Thema. Bis später. Bis gleich. Als 2 Stunden später der Baumarkt öffnet, will Svenja nur noch nach Hause und ins Bett. Aber so schnell soll die 27-Jährige nicht zur Ruhe kommen. So, ich mache dann jetzt für heute Schluss, ja. Und danke nochmal, dass du eben die Kontrollrunde für mich fertig gemacht hast. Hast echt was gut bei mir. Ach klar, Svenja, kein Thema. Ich bin jetzt echt müde. Sehen wir uns morgen? Na klar. Oh, was ist das? Hast du jetzt doch die Polizei gerufen? Nein, keine Ahnung, was die hier wollen. Hallo? Guten Morgen. Morgen. Wir suchen eine Svenja Möller. Ja, das bin ich. Worum geht es denn? Gegen sie liegt eine Anzeige wegen Körperverletzung vor. Wie bitte? Was? Sie sollen Tom Kerner zusammengeschlagen haben. Was? Das ist wohl ein schlechter Scherz, oder? Das ist der Dank dafür, dass ich den Jungen nicht angezeigt habe. Also, da liegt auf jeden Fall ein Missverständnis vor. Nein, es ist genau so, wie ich es gesagt habe. Und Sie müssten uns bitte auf die Dienststelle begleiten. Wir haben noch einige Fragen an Sie. Tja, dann bleibt mir aber wohl nichts anderes übrig. Aber ohne meinen Anwalt sage ich kein einziges Wort. Security-Mitarbeiterin Svenja Möller wird vorgeworfen, den Auszubildenden Tom Kerner brutal zusammengeschlagen zu haben. Rechtsanwalt Stefan Lukas steht der 27-Jährigen während des Verhörs zur Seite. Sie behaupten also, dass Sie Tom Kerner nicht zusammengeschlagen haben? Ich habe ihm nur diesen einen einzigen Schlag verpasst. Mehr nicht. Naja, sie hat ihren Job gemacht, ne? Und sie hat sich selbst verteidigt. Ich meine, man sieht doch ganz klar auf dem Video, dass der junge Mann versucht, in den Baumarkt einzudringen. Genau, Tom wollte klauen. Und ich glaube, er hat mich mit einer Waffe bedroht. Die man aber leider auf dem Video nicht sieht. Ja, er hat sie auch nicht rausgeholt. Aber ich habe ganz genau gesehen, wie sich der Lauf durch seine Jacke durchgedrückt hat. Und ich glaube, der hatte Komplizen. Und wie kommen Sie jetzt darauf? Ja, nachdem Tom abgehauen ist, habe ich ein Auto gehört. Und quietschende Reifen. Was hat Tom selbst in seiner Vernehmung ausgesagt? Das würde mich interessieren. Er hat sich in einer feuchtfröhlichen Clubnacht von einem Freund Geld geliehen, weil er seinen Geldbeutel im Baumarkt vergessen hatte. Den wollte er holen, um seine Schulden zu begleichen. Das musste unbedingt mitten in der Nacht passieren, ja? Ja, der Junge war eben angeheitert. Demzufolge hat er Frau Möller gebeten, ihn ins Gebäude zu lassen. Die hat aber abgelehnt. So ein Quatsch. Und stattdessen hat sie ihn wieder eine Wahnsinnige verprügelt. Nein und nochmals nein. Ja, und was ist hiermit? Soll ich deinen Kaffee tragen? Ach nee, Quatsch. Das krieg ich schon noch selbst hin. Ich bin noch kein Krüppel. Willst du nicht lieber nach Hause gehen und dich ausruhen? Nee, ich hab keinen Bock, den ganzen Tag nur zu Hause rumzuliegen. Da langweile ich mich doch nur zu Tode. Diese Sicherheitstussi hat dich wirklich übel zugerichtet. Und der Arzt hat dich krank geschrieben. Jetzt mach mal nicht so einen Stress.
Es ist alles halb so schlimm. Aua! Oh, sorry. Mensch, ich finde das wirklich total bescheuert, dass du hier den Starken markierst. Jetzt chill mal. Ich geh heute arbeiten und damit basta. Oh mein Gott, wer hat den Tom so zugerichtet? Ja, das müssten Sie ja wohl am besten wissen. Entschuldigen Sie bitte mal, ja? Wir haben ein blaues Auge, wir haben hier Prellungen am ganzen Körper, Hämatome, ja, und wohl Verletzungen von Stiefeltritten. Ich war das nicht! Moment mal, stopp, stopp, stopp. Das soll alles mit einem einzigen Schlag passiert sein, oder was? Ich gehe davon aus, dass Frau Möller Tom Kerner die Verletzung außerhalb des Kamerabereichs zugefügt hat. Und den angeblichen Einbruch hat sie nicht gemeldet, um ihre Gewalttat zu vertuschen. Ja gut, welchen Grund soll meine Mandantin gehabt haben, den jungen Mann dermaßen zuzurichten? Sagen Sie mir das. Also die Suche nach dem Motiv überlassen Sie bitte uns, Herr Anwalt. Ich wollte doch nur nett sein, deswegen habe ich Tom nicht angezeigt. Jetzt behauptet der, ich sei eine Schlägerin? Und Sie glauben diesen kleinen Dieb mehr als mir? Das kann doch alles nicht wahr sein! Hey, ich bestimme, wann das Gespräch beendet ist. Da irren Sie, Frau Kommissarin. Das bestimmt immer noch meine Mandantin. Und sie muss mit Ihnen überhaupt gar nicht reden, aber ich kümmere mich drum. Frau Möller. Hey, Frau Möller. Bitte, ich verstehe Sie ja, aber Sie sollten nicht einfach aus der Vernehmung rausrennen. Ich meine, was macht das für einen Eindruck? Das sieht doch aus wie ein Schuldeingeständnis. Ich würde doch nie jemanden verprügeln. Ich weiß doch ganz genau, wie das ist. Ich wurde auch so oft von meinem Ex-Freund verprügelt. Ich weiß, und dafür bekommt er auch zum Glück den Prozess gemacht. Aber darum geht's heute hier nicht. Sie haben eine Straftat am Hals. Die müssen wir vom Tisch bekommen. Ja, aber wie denn, wenn die Polizei von Anfang an behauptet, dass ich das gewesen bin, die Tom verprügelt hat? So arbeitet halt die Frau Torres, aber damit kommt sie nicht durch. Hier steht genau genommen Aussage gegen Aussage. Wir brauchen jetzt nur entlastende Beweise und die werden wir eben auftreiben. Ja, aber wie? Überlegen Sie nochmal, dieser Tom hat erst 2 Stunden nach dem vermeintlichen Vorfall Anzeige erstattet. Das heißt, da war genug Zeit, dass ein anderer ihn hätte verprügeln können. Und diesen anderen, den müssen wir eben ausfindig machen. Da gibt's doch gar keinen Anhaltspunkt. Wir haben doch einen Anhaltspunkt. Sie haben die quietschenden Autoreifen gehört. Wir brauchen den Fahrzeughalter. Wir müssen wissen, wer diesen Wagen gefahren hat. Derjenige kann uns sagen, ob Tom schon verletzt war, als er eingestiegen ist oder eben nicht. Und wenn nicht, dann hat er die Verletzung eben erst hinterher bekommen. Ich hab das Auto doch gar nicht gesehen. Das stand überhaupt nicht auf dem Gelände vom Baumarkt. Und der Fahrer, das war doch bestimmt ein Komplize von Tom. Was ist, wenn er nicht redet? Sie sind viel zu pessimistisch. Jetzt warten wir es erstmal ab. Und ich verspreche Ihnen eins, wenn er nicht redet, dann lasse ich mir eben was anderes einfallen. Vorschlag von mir. Wir gehen jetzt rein, Sie reden mit der Kommissarin. Sie sagen ihr genau, wo diese Reifengeräusche herkamen, damit die Polizei in diese Richtung ermitteln kann und vor allem die Spurensicherung vorbeischickt. Ich weiß nicht. Frau Möller, bitte, Kopf hoch, wir schaffen das, okay? Also, kommen Sie. Die Spurensicherung ist bereits bei der Arbeit, als sich der Anwalt später selbst ein Bild vom Tatort machen will. Aha, fleißig, fleißig. Hallo. Sagen Sie mal, für mich sind das ja einfach nur Reifenspuren. Aber Sie können das dann am Ende schon einem Fahrzeug zuordnen, ja? Ja, sieht nicht so aus. Der Abdruck des Profils ist ziemlich ungenau. Vielleicht können wir was über den Abrieb der Reifen herausfinden. Vorausgesetzt, es sind die Originalreifen. Naja, wäre gut, ne? Die Jungs im Labor werden es untersuchen und wir werden es an Kommissarin Torres weiterleiten. Ja, prima. Dankeschön, ja. Darf ich fragen, was Sie hier tun? Ja, klar dürfen Sie. Stefan Lukas ist mein Name. Ich bin der Anwalt von Svenja Möller. Und Ihrer Kleidung nach zu urteilen, sind Sie ein Kollege von ihr, richtig? Mein Name ist Heinz Gruber, ja. Ich hatte die Nachtschicht mit ihr und bin ein bisschen länger da heute. Der Chef wollte noch was von mir. Aber was interessieren Sie sich hier für die Reifenspuren? Das will ich Ihnen sagen. Ihre Kollegin hat heute Morgen quietschende Reifen gehört. Und zwar kurz nachdem Tom Kerner abgehauen ist. Tatsächlich? Da hat sie gar nichts von gesagt. Naja, und jetzt hoffe ich mal, dass die Spuren die Polizei zu dem Fahrzeug bringen von der Person, die in Wahrheit Tom Kerner niedergeschlagen hat. Sie glauben also Svenja? Ganz fest sogar, Sie nicht? Ja doch. Wie geht's ihr denn eigentlich? Ich meine, ich hatte ja Schicht heute Nacht mit ihr. Sie war da ganz schön durch den Wind letzte Nacht, ne? Naja, es geht den Umständen entsprechend gut. Was haben Sie denn mitbekommen in der Nacht? Das hab ich schon erzählt. Also, ich saß vor dem Monitor, hab gesehen, dass sie da unten am Rangeln waren. Sie hat ihn gestellt, dann ging's Gerangel wieder los. Sie hat ihm einen Schlag in die Magengegend verpasst und da war schon alles vorbei. Ja, und Sie sind Ihrer Kollegin gar nicht zu Hilfe geeilt. Ich bin direkt runtergelaufen, aber bis ich dort ankam, da war der Junge ja schon weg. Diesen Tom Kerner kennen Sie? Er ist Azubi hier im Baumarkt. Aha, und wie macht er sich so? Na ja, der Kind war jetzt ehrlich, fleißig. Er ist gerade zur Arbeit gekommen, trotz seiner Verletzung. Naja, also den an einem tollen Typen und trotzdem lügt er so, wie es aussieht. Warum? Was glauben Sie? Darüber habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen. Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass sie Svenja lügt. Weil sie ist immer hundertprozentig korrekt, egal was sie macht. Auch wenn sie momentan so ihre Problemchen hat und ein bisschen nervös ist. Ich weiß nicht, kennen Sie diese Geschichte mit ihrem Ex? Ich weiß schon Bescheid, ich vertrete sie in dem Prozess gegen ihren Ex. Ja, dann wissen Sie ja, dass der Typ sie auch regelmäßig verprügelt hat, ne?
Diese Kerle, die Frauen schlagen. Das allerletzte. Also mal, könnten Sie mich zu diesem Tom Kerner mal führen? Na klar, kommen Sie mit. Gehen wir gerade hier lang. Danke. Kannst du das vorstellen? Diese Kommissarin, die hält mich für eine brutale Schlägerin. Als ob ich nicht schon genug Mist an der Backe hätte. Warum sagst du denn nichts? Dieser Prozess gegen Fred macht dir ganz schön zu schaffen, oder? Ja, klar, aber was hat das denn jetzt mit dieser Sache zu tun? Ich meine ja nur. Du weißt, dass ich seit Wochen nicht richtig schlafen kann, weil ich einfach Angst habe, dass man mir nicht glaubt. Ich hätte Fred viel früher anzeigen sollen. Aber ich, dumme Kuh, hab ihn geliebt. Der Typ hat dich richtig übel zugerichtet. Und das nicht nur einmal. Genau. Und jetzt soll ich jemanden verprügelt haben. Ich! Zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Kann es denn sein, dass du diesen ganzen Stress wegen Fred an diesem Azubi ausgelassen hast? Moment mal. Glaubst du etwa, dass ich Tom tatsächlich verprügelt habe? Ich weiß doch, dass du unter normalen Umständen sowas niemals tun würdest, aber es sind halt keine normalen Umstände. Wie kannst du nur sowas denken? Svenja, ich denk doch gar nichts, ich frag doch nur. Du fragst ja nur. Sag mal, was sind das denn für blöde Fragen? Wenn eine Kommissarin, die mich überhaupt nicht kennt, solche bescheuerten Fragen stellt, okay, ja, dann kann ich das noch verstehen. Aber doch nicht meine eigene Schwester! Jetzt reg dich doch bitte nicht so auf. Du hast gut reden, du mit deinem bequemen Leben. Was ist denn schon bei dir schiefgelaufen? Gar nichts! Warum vertraust du mir nicht? Svenja, ich hab's doch gar nicht so gemeint. Mensch, ich hab gesagt, entspannen. Sonst wird das nichts. Tom, das ist der Herr Lukas. Hallo. Der Anwalt von der Frau Möller. Der wird sich gerne mal mit dir unterhalten. Und erzähl ihm bloß keinen Unsinn, Junge. Mein Gott, sieht ja übel aus. Tut weh, schätze ich, ja? Und Sie sind? Laila Eitner, ich bin die Freundin von Tom. Angenehm. Tom, vielleicht wollen Sie mir einfach mal erzählen, was letzte Nacht passiert ist. Vergessen Sie es. Mit Ihnen rede ich nicht. Ach so? Warum nicht? Ich muss mich doch vor Ihnen nicht rechtfertigen. Nein, müssen Sie nicht, aber Sie können mir doch sagen, wie Sie zu diesen Verletzungen gekommen sind. Und ich habe keine Lust, mich mit Ihnen zu unterhalten. Checken Sie das nicht? Oh, ich denke, ich checke schon. Aha. Ich meine, dass wir nicht reden wollen, das spricht der Bände. Mensch, das tut mir jetzt echt leid. Tom ist sonst nicht so. Aber in letzter Zeit hat er einfach tierischen Stress. Nicht nur wegen letzter Nacht. Ach, er hat noch mehr Probleme am Hals, ja? Ja, seit dem Tod seiner Mutter hängt er einfach sehr an seinem Vater. Und der sitzt jetzt seit 4 Wochen im Knast. Mein Vater sitzt im Gefängnis? Warum? Keine Ahnung. Tom redet da nicht drüber. Er ist mehr so der große Schweiger. Hat er denn Ihnen erzählt, was in der Nacht jetzt los gewesen ist? Ja klar, diese Frau vom Sicherheitsdienst hat ihn verprügelt. Ohne Grund. Laila, danke, dass wenigstens Sie mit mir gesprochen haben. Schauen Sie mal hier, da haben Sie meine Karte. Wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, rufen Sie mich gerne an und vielleicht will Tom ja auch irgendwann sein Schweigen brechen. Okay? Danke. Tschüss. Am Mittag sucht der Anwalt noch einmal das Gespräch mit der ermittelnden Kriminalhauptkommissarin. Frau Torres, ich wollte einfach noch mal fragen, ob es irgendwas Neues gibt, was die Reifenspuren anbelangt. Bisher leider noch nicht, aber ich verspreche mir davon auch nicht so viel. Warum nicht? Ich habe erfahren, dass das Profil zu ungenau ist und wegen der Abriebspuren benötigen wir eine Vergleichsprobe. Da kann man nur hoffen, dass jemand den Wagen hat wegfahren sehen. Ich meine, über den können wir dann vielleicht den Wagen rausfinden und auch ausfindig machen, wer der Fahrzeughalter ist. Ja, bisher haben wir leider keine Augenzeugen gefunden. Und man kann auch nicht genau sagen, wann die Spuren entstanden sind. Die könnten auch von einem anderen Auto stammen. Ich habe vorhin ein Foto gemacht. Und da waren die Spuren für meinen Geschmack ziemlich frisch gewesen. Das würde auch passen zu der Aussage meiner Mandantin, die quietschende Reifen gehört haben will, kurz nachdem Tom abgehauen ist. Ja, die quietschenden Reifen müssen aber nicht zu Tom Kerner gehören. Ja, nicht direkt, aber vielleicht indirekt. Das könnten ja seine Komplizen im Auto gesessen haben, die dann Tom verprügelt haben, nachdem der Einbruch schiefgelaufen ist. Wenn ein Einbruch geplant war. Sagen Sie, Sie wussten, dass der Vater von Tom im Knast sitzt? Ich meine, es könnte doch sein, dass Tom vielleicht über den Vater in die falschen Kreise geraten ist. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Tom Kerners Vater ist kein hartgesottener Krimineller. Sondern? Günther Kerner ist ein Gerüstbauer, der wegen Steuerhinterziehung und Beschäftigung von Schwarzarbeitern sitzt.
Okay, aber dass ich vielleicht auch mal im Umfeld von Tom selbst schauen. Haben Sie das gemacht? Haben Sie da recherchiert? Herr Lukas, ich weiß, dass Sie Ihre Mandantin entlasten wollen. Aber warum sollte der Junge lügen? Das kann ich Ihnen sagen. Ich meine, es ist ja alles schiefgelaufen. Er konnte aber doch nicht ahnen, dass meine Mandantin keine Anzeige erstatten würde. Er könnte doch rein vorsorglich schon mal diese Geschichte mit der sich prügelnden Sicherheitsfrau inszeniert haben. Wussten Sie im Übrigen, dass Frau Möller aktive Kickboxerin ist? Klar, das weiß ich. Aber ich meine, was tut das zur Sache? Oder unterstellen Sie deswegen eine erhöhte Gewaltbereitschaft? Ja, jedenfalls weiß sie, wie man kämpft. Klar weiß sie das. Aber ich kann Sie nur um eins bitten, nicht den Fokus nur auf meine Mandantin als mögliche Täterin zu legen. Bitte gucken Sie in alle Richtungen. Selbstverständlich, Herr Lukas. Schließlich sind Sie nicht der Einzige, der gut in seinem Job ist. Wiedersehen. Tschüss. Tja, also ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Mandantin, die gerade erst selbst Opfer von Gewalt geworden ist, einfach so grundlos einen Teenager verprügelt. Aber Fakt ist, dass Tom Kerner sie angezeigt hat. Warum? Wer könnte ein Interesse daran haben? Da fällt mir nur einer ein. Ihr Ex-Freund, Fritz Schmeling. Ich meine, vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen dem für ihn anstehenden Strafprozess und dieser Strafanzeige. Genau darüber sollte ich vielleicht mit Frau Möller mal sprechen. Ich rufe sie einfach mal an jetzt. Ah, toll, Mailbox. Frau Möller, Stefan Lukas, wenn Sie Nachricht abhören, bitte rufen Sie einfach mal schnell zurück. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen. Gut, wiederhören, bis dann. Tschüss. Unterdessen nutzt der Auszubildende seine Mittagspause, um seinen Vater im Gefängnis zu besuchen. Die beiden haben ein sehr inniges Verhältnis. Junge, wie siehst du denn aus? Ich habe ihn mit dem Rad hingelegt. Der Bordstein war anscheinend so hoch. Seit wann holt man sich bei einem Fahrradunfall denn ein blaues Auge? Ich bin wahrscheinlich auf den Lenker gefahren oder so. Ist jetzt auch egal. Du hast dich doch nicht etwa geprügelt, oder? Quatsch. Du kennst mich und du weißt, dass ich sowas nicht machen würde. Aber ich komme dich doch nicht extra in meiner Pause besuchen, um über mich zu quatschen. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Außer, dass ich dich natürlich sehr vermisse. Ich dich auch, aber geht's dir denn noch wirklich gut? Ja, wenn ich's dir doch sage. Hast du denn auch Freunde gefunden oder so? Im Gefängnis? Komische Frage. Aber hör mal, mein Junge, du hast doch irgendwas auf dem Herzen. Ich, nee. Ich wollte dich einfach nur besuchen. Du weißt aber schon, dass du mir alles sagen kannst. Ja, das weiß ich. Aber es gibt nichts zu sagen und du brauchst dir auch keine Sorgen zu machen. Als Denise am frühen Nachmittag in die gemeinsame Wohnung kommt, will sie sich mit ihrer Schwester versöhnen. Svenja? Bist du da? Svenja! Hallo. Hallo. Sie sind die Schwester von Frau Möller, richtig? Stefan Lukas, ich bin Ihr Anwalt. Ich bin mit ihr verabredet. Ist sie da? Oh, sie ist gerade nicht da. Aber kommen Sie doch rein. Ja, das ist nett. Dankeschön. Wahrscheinlich würdest du einfach nur irgendwas noch kurz holen sein, oder? Ja, vielleicht. Also, hallo nochmal. Grüß Sie. Darf ich fragen, was passiert ist? Ja, Svenja war heute Morgen bei mir im Café, als ich die Vormittagsschicht hatte. Und wir haben so heftig gestritten. Dabei ist ein Glas kaputt gegangen. Und beim Aufheben der Scherben habe ich mich geschnitten. Klingt aber sehr abenteuerlich. Das ist die Wahrheit? Ja, ich habe einfach nur so ein schlechtes Gewissen wegen des Streits. War der so heftig? Ja, leider. Sie hat mir erzählt, was heute Morgen passiert ist. Und als ich näher nachgefragt habe, ist sie total ausgeflippt. Sie haben näher nachgefragt, das heißt, Sie glauben mir nicht? Naja, einen Moment lang war ich schon unsicher. Und dann wollte ich, dass sie mir sagt, dass sie unschuldig ist. Aber dann... Dann war sie wütend, oder? Weil Sie ihr so eine Tat zugetraut haben. Ja, sie war total außer sich und verzweifelt. Bestimmt auch wegen dem Prozess gegen Fred. Naja, ihr Ex-Freund hat sie massiv geschlagen. Nicht leicht, ihm gegenüberzutreten, denke ich. Sie hätte sich schon viel früher gegen den Scheißkerl wehren sollen. Er soll sogar mit Drogen gehandelt haben. Ja, ich weiß, aber die Polizei kann ihm nichts nachweisen, leider. Svenja hat total Schiss, dass man ihr im Prozess gegen Fred nicht glauben wird. Und jetzt auch noch diese Geschichte mit dem Azubi. Ich weiß nicht, ich habe einfach ein blödes Gefühl. Ich hoffe, sie macht keinen Mist. Ja, das hoffe ich auch. Ich rufe sie jetzt einfach nochmal an. Okay. Lukas. Ja, hallo? Ja, hallo, Frau Möller. Wir sind verabredet. Ich bin bei Ihnen in der Wohnung. Haben Sie Ihre Mailbox nicht abgehört? Ja, doch, aber ich habe jetzt keine Zeit. Tut mir leid. Wie, keine Zeit? Was ist los?
Naja, ich weiß jetzt, wo unser Azubi immer seinen Kaffee trinkt. Ich köpfe jetzt mal das Bürschchen persönlich vor. Moment mal, Sie machen gar nichts, ja? Und vor allem keine Dummheiten. Pomela? Na toll, aufgelegt. Oh Gott, was hat sie denn vor? Das weiß ich nicht, aber egal, was sie vorhat, ich muss davon abhalten. Das werde ich tun. Also, tschüss. Verdammt, das nimmt doch noch eine Abkürzung. Svenja Möller soll einen Azubi brutal verprügelt haben. Die ungeduldige 27-Jährige will unbedingt ihre Unschuld beweisen und übergeht dabei ihren Anwalt Stefan Lukas. Doch der Rechtsanwalt wird das nicht zulassen und kommt gerade noch rechtzeitig.